Im Browser gibt es Werkzeuge, die für Programmierer extrem nützlich sein können. Das sind die sogenannten Developer Tools oder Dev Tools. Das gibt es in jedem Browser. Ich brauche jetzt hier Firefox Developer Edition und das würde ich dir auch empfehlen, aber du kannst das Gleiche auch in Chrome ausprobieren. Ich habe hier ein einfaches Dokument und um die Dev Tools einzublenden, mache ich am Laptop einen Kontrollklick machen. Wenn du den Maus hast, machst du einen Rechtsklick. Und dann gibt es so ein kleines Menü. Und da drinnen hat es einen Punkt, der heißt Inspect Element, auf Deutsch Element untersuchen. Wenn du das auswählst, dann werden hier ganz viele neue Sachen eingeblendet. Ich mache jetzt das Fenster ein bisschen auf. So. Um das wegzuklicken, hat es hier ein X, mit dem kann man es zumachen. Um es wieder reinholen, entweder so, wie ich gerade gesagt habe, oder Tastaturkürzel Kommando Alt I für Inspect. Es gibt hier nämlich den Inspector. Und das ist eine Art Analyse-Tool. Wenn du das genauer anschaust, dann siehst du, dass unten links HTML-Quelltext drin steht. Man kann hier auch über einen Tag fahren und einen kleinen Pfeil klicken, um zu sehen, was drinnen ist. Und wenn du das vergleichst mit dem, was im Texteditor offen ist, dann siehst du, dass das genau das Gleiche ist. Also das ist eine Art eine Live-Ansicht auf das Dokument, das der Browser im Moment rendert. Es hat jetzt hier noch zusätzliches Zeug drinnen, da drum. Code injected by Live Server, das ist, weil im Visual Studio Code ein Plugin installiert ist, wo macht, dass der Browser automatisch neu laden, wenn in Visual Studio Code gespeichert wird. Aber sonst ist das 1:1 genau das, was bei mir jetzt hier links im Texteditor ist, beziehungsweise was oben drauf im Browser gerendert wird. Und auf der rechten Seite sind die Informationen aus dem Stylesheet. Und zwar sieht man dort immer das, was für das Element gilt, das im Inspector gerade ausgewählt ist. Das ist jetzt bei mir der UL-Tag und für den gilt im Stylesheet die Einstellung der Schriftart. Wenn ich den Bodytag auswähle, dann sehe ich auch die Hintergrundfarbe. Wenn man hier mit dem Maus, mit dem Cursor drüber fährt, dann sieht man, dass es so blaue Fältchen hat mit Höcken. Und mit dem kann man die Sachen ein- und abschalten. Also ich kann zum Beispiel die Hintergrundeigenschaft hier deaktivieren. Die Schriftwahl deaktivieren und wieder anschalten. Man kann auch etwas auswählen und hinschreiben. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Farbe wechseln. Es hat auch, gerade wenn es eine Farbe ist, hat es so einen kleinen Farbwähler. Man kann es hier von Hand verstellen und hat einen neuen Wert drin und könnte zum Beispiel copy-pasten. Und im Texteditor übernehmen. Das Gleiche kann ich auch auf HTML-Seiten machen. Also ich kann dort irgendwo reintippen und etwas Neues hinschreiben. Und einen fantasievollen Text. Und das kann zum Beispiel nützlich sein, um herauszufinden, was passiert, wenn andere Inhalte drinstehen, zum Beispiel unbequem lange Wörter, ob sie gut umbrechen oder nicht. Also für solche Sachen auszuprobieren, sind die Developer-Tools extrem gut. Es hat auch recht viel zu entdecken. Wenn es sehr viel Quelltext da unten ist, dann ist es auch möglich, da oben irgendetwas hineinzuschreiben und sich dann in ein bestimmtes Element rauszusuchen, das nicht so einfach auffindbar ist. Es gibt hier einen Knopf, der heißt Computed. Mit dem kann man herausfinden, was ein bestimmtes Element, wie groß, wie breit etwas ist, wie groß eine Schriftgröße ist. Ja, dort kann man suchen. Aber ich finde jetzt hier nichts, mein Stylesheet ist ein bisschen limitiert für das. Und was vielleicht auch noch nützlich ist, da jetzt für den Moment, ist Fonts.
wenn du auf einer Webseite bist, wo dich interessiert, was für Schriften das verwendet werden, dann nachher kannst du auf den Knopf drücken und kommst in Listen über von allen Schriftarten, die in diesem Dokument fungieren. Es ist dann möglich, hier den Regler ein bisschen umzuspielen und andere Schriftgrößen, Schriftgröße und Zielenabstand und so weiter zu verändern. Aber am wichtigsten ist eigentlich der Punkt, wo man Style-Sheet-Regeln sieht, die für bestimmte Elemente gelten.